Ja, was ist denn jetzt los? Auf geht's! Die größte Zeltgaudi Brandenburgs. Das Frankfurter Oktoberfest. Jetzt auf 91.7. Präsentiert von Frankfurter Pilsner. Frankfurter, echt Brandenburg. Und wir sind nach wie vor beim Oktoberfest seit 19 Uhr Fassanstich hier am Brunnenplatz. Und nun ist er auch da, unser Oberbürgermeister René Wilke. Herr Wilke, herzlich willkommen auf der Wiesn hier in Frankfurt, oder? Ja, schönen guten Abend, hallo. Jetzt haben Sie ja mitbekommen, vielleicht schon, es waren heute, glaube ich, insgesamt zwischen 8 und 10 Schlägen. Also, da waren Sie schon mal weitaus besser, ne? Bei mir war es beim letzten Mal, glaube ich, 2, aber Herr Ulrich hat beim letzten Mal einen Schlag. Also insofern muss da was schiefgegangen sein, der kann das. Also die Messlatte, die ist jetzt wirklich sehr tief. Würden Sie nächstes Jahr dann wieder den Stich machen? Na, wir haben gerade verabredet, dass der Dr. Pruser, weil er ein bisschen ein bisschen frech war, dass der im nächsten Mal zeigen darf, was er machen kann. Okay, also das ist sozusagen schon fast so eine Strafweitergabe innerhalb der Stadt. Na, wenn man zu frech ist, ja. Ja, jetzt sind Sie hier. Genießen Sie es. Wie ist die Stimmung? Ja, das war, also ich kam gerade von einem anderen Termin und dann hier rein, das war jetzt mal eine andere Welt, aber es ist total schön. Leute sind super gut drauf, haben Spaß gemeinsam, feiern, lachen. Das ist schön, das zu erleben. Ja, ist echt schön. Sie haben auch schon, naja, nicht eine ganze Masse, aber eine halbe Masse. Ja, aber alkoholfrei. Alkoholfrei. Ja, kein Alkohol, aber gibt auch alkoholfreies. Ist ja auch in Ordnung, ist ja vollkommen in Ordnung. Ja, Schlösschen ist ja auch super Bier. Auf jeden Fall. Von der Frankfurter Brauerei. Ganz klar. Und wir merken das ja, also es war wirklich schwer, an Sie heranzukommen, weil Sie werden wirklich von allen jetzt hier momentan auch angesprochen. Was sind denn so die Fragen der Menschen? Ach, heute ist es eher schön, Sie zu sehen oder Bekannte, die man halt trifft, die man länger nicht gesehen hat. Ein paar freundliche Worte. Ich glaube, das ist nicht der Raum, um jetzt hier zu diskutieren. Wenn jemand will, geht das auch. Ich bin nüchtern, mal schauen. Aber es ist eher einfach nett, beisammen zu sein. Also es zeigt aber auch nüchtern ist das Oktoberfest durchaus zu genießen. Ja, mit den tollen Frankfurtern ist das sehr wohl sehr gut zu genießen, ja. Wunderbar, dann vielen Dank, Herr Oberbürgermeister. Dann, Sie bleiben auch noch ein Weilchen? Ich bleib noch, na klar. Dann auf jeden Fall eine fröhliche Wiesn oder wie man sagt, eine friedliche Wiesn. Ne? Ja, euch auch, viel Spaß. Dankeschön. Ja. Ja, und damit gehen wir erstmal wieder zurück in den Odertor. Ja, was ist denn jetzt los? Auf geht's! Auf geht's! Die größte Zeltgaudi Brandenburgs. Das Frankfurter Oktoberfest. Jetzt auf 91.7. Präsentiert von Frankfurter Pilsner. Frankfurter, echt Brandenburg.